Hallo. Die Ladezeiten sind ja teilweise echt lang. Oh nein, ist das der, dem der Mund zugenäht wurde? Und ich höre eine Bombe. Kacke. Was hat sie mit mir gemacht? Was hat sie mich reingesteckt, verdammt? Sie also. Wer ist sie? Sie? Was? Es war. Wer ist sie? Es war eine Frau. Eine verdammte Hure. Was hat sie getan? Ich glaube, das willst du nicht wissen. Wer sind Sie? Wieso tun Sie das? Simon. Ich weiß, Sie sind es, Simon. Adam. Ich weiß alles. Beeindruckend. Tut mir fast leid, dass niemand erfahren wird, was für ein guter Detective Sie sind. Wie Sie sehen, befindet sich ein kleiner Pulsmesser an Richter Vanstones Arm. Er ist synchronisiert mit einem Handy, das ich chirurgisch in seinen Magen implantiert habe. Das Handy ist nur der Timer. Aber jeder seiner Herzschläge zieht eine Sekunde ab. Je schneller sein Herz schlägt, desto schneller die Uhr. Möchten Sie einen Tipp abgeben, was passiert, wenn der Timer die Null erreicht? Game over. Für alles und jeden in einem 30 Meter Radius etwa. Was höchstwahrscheinlich all die Polizisten mit einschließt, die in diesem Moment kommen, um sie zu verhaften. Manchmal ist Töten die einzige Option. Sie kann weglaufen, aber ich kann nicht versprechen, dass ich den Ballon nicht etwas früher platzen lasse. Und da drin ist genug Sprengstoff, um das ganze Stockwerk platt zu machen. Großer Gott! Ihre Waffe liegt nicht ohne Grund noch dort. Stoppt sein Herz. Stoppt den Timer. Es kann nicht Ihr Ernst sein. Das kann sein, was immer ich will. Sie können leben oder Sie können sterben. Es liegt bei Ihnen. Ja, super. Wir sind so oder so am Arsch. Was hat er gesagt? Können Sie mich hier rausholen? Nee. Ich muss bleiben, weil wenn ich fliehe... Och, da geht ein Timer. Was hat er gesagt? Können Sie mich hier rausholen, bitte! Die Bombe werde ich nicht rauskriegen. Jetzt regt er sich auf und dann geht es schneller runter. Entweder ich töte ihn oder mich und alle Polizisten. Komm, komm, mach. Nein, bitte, bitte nicht. Da eigentlich für Sachen an? Ich glaube, in der Bar hatte die was ganz anderes an. Alter, hat er die etwa noch umgezogen?
damit die wie so ein Flittchen wirkt. Felicity Partner, Felicity Partner. Felicity glaubt mir. Felicity Graves. Becky, wo sind Sie? Wir müssen reden. Ich werde reingelegt. Ich wurde betäubt. Ich bin im Elliot Hotel aufgewacht. Richter Vanstone wurde präpariert vom Trapper. Wow. Er ist tot. Felicity, ich kann nichts tun. Becky, bleiben Sie dort, okay? Gehen Sie nicht da raus. Bleiben Sie drin. Na, hoffentlich hilft sie uns. Das war jetzt aber ein komischer Schnitt. Becky, bist du im Hotel? Ja. Komm da raus, Becky. Wir bringen dich aufs Revier. Dort können wir das alles besprechen. Wir gehen das alles in Ruhe durch. Ja, super. Der eine sagt das, der andere das. Aha. Und Felicity ist noch nicht da, um mir zu helfen. Leck mich, bringt mich aber auch in eine blöde Situation. Aber rauskommen ist auch nicht die beste Situation. Leute, was soll ich nehmen? Wenn ich leck mich sage, kann ich mich vor den anderen verstecken? Das Hotel ist ja schließlich groß genug. Felicity hat gesagt, ich muss drin bleiben. Also. Fuck. Hi, hier ist Felicity Graves. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Wenn Sie Klient sind und es sich um einen Notfall handelt, wählen Sie 911. Danke. Hey, ich bin's, ich. Ich rufe nur an. Ich wollte nur sagen, dass. Felicity, wo sind Sie? Tut mir leid, Felicity. Sorry, bye. Können wir eigentlich auch. Bauen wir mal ab. Wenn wir uns schon entschuldigen, dann muss es sich schließlich lohnen. Halt! Halt, Gottverdammt, jetzt! Ich weiß, wie das aussieht. Man will mich reinlegen. Vertrauen Sie mir. Waffe weg. Weg damit. Wenn ich jetzt kapituliere, lande ich im Knast. Wenn ich jetzt fliehe, lande ich im Knast. Oh, wieso müssen die Fragen immer schwieriger werden?
Er schießt an mich vielleicht. Oh, Manu, Manu. Kann ich was ausrichten, wenn ich fliehe? Dann habe ich keine Beweise mehr. Ach. Ich kapituliere. Ich hoffe, Felicity sagt für uns aus. Was machen wir jetzt? Wie geht's weiter? Ich weiß nicht. Sie war so nah dran, aber nicht nah genug. Becky war in der Nacht von Calvarys Tod bei mir. Bis morgens. Wenn sie ihn nicht umgebracht hat, ist der Trapper noch da draußen. Felicity, ich weiß. Sie wollen helfen, aber alle Beweise sprechen gegen Becky. Aber sie ist unschuldig. Treten Sie denn nicht füreinander ein? Haben Sie nicht einen Kodex? Es gibt nur ein einziges Blau, stimmt's? Ja, genau. Das hat man uns auf der Akademie vorgeheuchelt. Blöd, Mann. Ist jetzt vorbei? Ist es noch nicht. Gucken, wie es weitergeht. Vor einigen Stunden wurde Richter William Vanstone aus seinem Haus entführt und grausam ermordet. Kurz darauf ergab sich Detective Becky Marnie der Polizei und wurde verhaftet. Sie widersprach jeglichen Vorwürfen, gilt aber sowohl im Vanstone-Fall als auch für den grausamen Mord an Detective Jack Calvary als dringend tatverdächtig. Wie bitte? Die Ermittlungsarbeiten dauern an. Soeben verlas Sergeant Riggs vor Vertretern der Presse eine kurze Erklärung. Wir können bestätigen, dass Becky Marnie unter Arrest gestellt wurde. Das ist derzeit alles. Danke. Ich weiß nicht, ob Detective Marnie der Trapper war. Kann's nicht beweisen. Aber sie hatte ein Motiv. Gelegenheit, vielleicht. Es kommt wohl darauf an, ob ich ihr vertraue. Und? Das frage ich mich nun schon ziemlich lange. Drecksack. Becky Marnie schien als Kopf Probleme zu haben. Warum haben sie sie gedeckt, als sie selbst Probleme hatten? Damals, Mann, ich war high als die ISS, wenn Sie verstehen. Die internationale Raumstation. Kann ich jetzt gehen? Also ja, Marnie hat ihre Spuren sehr gut verwischt, sie war Polizistin, also kannte sie unsere Denkweise sehr genau. Nach meiner Expertenmeinung werden wir das ganze Ausmaß von Marnies Betrug wohl nie erfahren. Sehr intelligent, manipulativ. Dazu bereit, jeden auszuschalten, der ihr im Weg steht. Besonders die, die ihr vertraut. Aber hey, wenigstens kann sie niemandem mehr wehtun. Ja, ich weiß nicht. Es ergibt keinen Sinn. Ich dachte, sie wäre an etwas dran. Ich glaube nicht, dass sie dahinter steckt. Ich vertraute ihr. Ich vertraute ihr. Hallo? Warum kriegen wir denn jetzt keine Anhörung oder die Chance, da rauszukommen? Ich hätte echt mal abhauen sollen. Ja, also, das gibt definitiv eine Runde 2.
Ich will auf jeden Fall, dass der richtige Typ in den Knast kommt. Und ich kann euch nur sagen, ein kleiner Tipp. Am Ende des Abspanns kommt auf jeden Fall noch ein Video. Wenn ihr das Spiel noch selber spielen wollt oder es noch mit viel Spannung weiterverfolgen wollt, guckt es lieber nicht. Wenn man bis jetzt noch nicht richtig gemerkt hat, wer vielleicht der Mörder ist oder der Trapper, dann ist das definitiv ein Spoiler. Und das hatte ich nämlich mit meinen Freunden. Und danach haben wir nur gedacht, jo, danke. Jetzt haben wir voll Bock auf die zweite Runde. Also wie gesagt, wenn ihr euch nicht sicher seid, wer der Mörder ist, also der Trapper, dann nicht hingucken. Alles klar, wir sehen uns in Runde 2. Bis dann. Thank you.
Thank you.
Wow. Sie müssen ein Riesenrattenproblem haben.